Menschengebiet. Fluchte Schweine. Komm, komm. In der internationalen Niederlassung wird uns kein roter Kommissar ein Haar mehr krümmen. Commission invites the German delegate to take his complaints. Die Hohe Kommission bittet um den Vortrag der Beschwerde des deutschen Delegierten. Herr Vorsitzender, meine Herren, es sind mir zahllose Fälle bekannt, in denen wolgadeutsche Männer, Frauen, Familien mit ihren Kindern, nachdem sie glücklich das russische Gebiet verlassen hatten, auf fremdem Gebiet von Sowjetkommissaren wieder eingefangen worden sind. Die Hohe Kommission... Ach was, Kommission! Kommission! Was heißt hier Kommission? Wenn wir auf die Kommission warten, dann können wir Tag und Nacht hier stehen. Wir verlangen, dass man uns einlässt. Wir sind Deutsche! Bedarda, solange Sie sind ohne Passe, solange sind Sie ohne Staat. Wir pfeifen auf die Kommission! Die kennen wir! Die tragen uns Hagen! Und inzwischen gehen Millionen Menschen zugrunde! Herr Pippi, mach's auf! Оставьте, вы ошиблись, я не... Молчи, сволочь белогвардейская ты! Замолчать! Спрысь, ну, русь, дочь! Ой, шверн, верди, за ус, рай, шарай, шон, обдивен! Отвести его! Вы ошиблись, я не знаю, что вы! Ich will nicht! Ich will nicht zurück! На Москву! Ich will nicht! Вперед его! Ради бога, это не я! Это не я, это ошибка! Вот мои документы. Ist auch einer von denen, die nach gebratenen Tauben suchen. Отвести его. Вот мои бумаги. Ja, вот мои бумаги. Nein! Hier ist doch nicht Russland! Ihr habt hier gar kein Recht! Ich werde mich beschweren! Der Herr Konsul lässt Ihnen raten, die Beschlüsse der Kommission abzuwarten. Wie lange denn noch? Was ist doch bei Ihnen, Sie in der verbrochenen Kommission? Famose Brüder seid ihr. Feine, geleckte, geschniegelte Burschen seid ihr. Euch ist ja egal, was mit uns passiert. Und wenn wir verrecken, das wollt ihr ja nur, das ist euch bequemer. Wenn die armen Teufel aus der Welt verschwinden, dann habt ihr keine diplomatischen Verwicklungen mehr. Was? Aber du weißt ja nicht mehr, was du redest. Verzeihen Sie, mein Bruder. Give orders, please, to clear the stairs. I'm very busy. Clear the stairs. Das ist alles, was Sie darauf zu sagen haben. Kannst mich ruhig loslassen. Mit so einem begreife ich mich schon gar nicht. Thank you. Schämen Sie sich denn gar nicht? Wir sind doch auch Menschen. Sorry, then let me disturb you. Get out of the way. Hurry up, hurry up. Don't you hear me? Lump! Clear out. Clear out. Clear out. Laudi!
Sagen Sie auch dem Herrn, dass er sich nicht zu genieren braucht. Wir sind ja bloß Deutsche. Germans! Wehrlos! Vogelfrei! Mit uns kann er ja machen, was er will. So, mit euch kann man also machen, was man will. Ihr seid ja auch nicht im Dreck besser als die zu Hause. Mit Bettel und Winsel wollt ihr euch also durchs Leben schlagen, was? Vom Mitleid anderer Leute wollt ihr leben, was? Das ist jetzt wohl Mode bei uns zu Hause. Und wie ich sehe, hier auch. Und überall in der Welt, wo ein Deutscher nach Luft schnappt. Wenn man euch obendrein noch einen Fußtritt gibt, geschieht euch recht. Seid her, auf ein Wort, Herr. Also Deutscher sind Sie. Lass doch den Mann in Ruhe. Sie sind Deutscher und hetzen fremdes Militär gegen Ihre eigenen Landsleute. Ja. Landsleute. Habt ihr vielleicht geglaubt, ich würde euch deshalb gleich um den Hals fallen vor lauter Rührung? Ich bin nicht abgehauen aus Deutschland, um hier eine vaterländische Filiale zu gründen. Davongelaufen. Ich bin weggelaufen, weil es mich schon ankotzte. Immer denselben Mumpitz und das Gebettel zu hören. Lass uns nicht mehr gefallen. Protest, das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Ja, protestieren, das ist bei euch das höchste der Gefühle. Macht bloß schnell, dass ihr hinkommt nach Deutschland. Da passt ihr großartig hin. Wie kann man so von seinem Vaterlande sprechen? Jawohl. Das kann man, mein Fräulein. Wenn Sie einen in der Heimat so weit getrieben haben. 4 Jahre, 3 Monate Gefängnis. Ehrverlust, Stellung unter Polizeiaufsicht. Verliehen vom Staat. Für meine Liebe zum Vaterland. Vaterland. Mich braucht's nicht, schön. Ich brauch's auch nicht. Beruht also ganz auf Gegenseitigkeit. Ihre Privatangelegenheiten interessieren uns nicht. Und Sie haben erwartet, dass mich Ihre interessieren? Lass ihn doch laufen. Ich glaube, das ist ein Wanderprediger. Was? Das ist gut, ja. Der Kerl kann ja spucken, solange er will. Uns trifft's nicht. Ja. Kommt, wir wollen es beim Bahnhof probieren. Gut. Oh ja, zum Bahnhof, vielleicht kriegen wir Wasser, vielleicht fährt noch ein Zug. Ich glaube nicht. Your Excellency, will you please give the necessary orders so that I can leave the town at once? Please. Sie sind Deutscher. Seine Exzellenz, Herr General, sei untröstlich, Ihnen nicht weiter können zu helfen zu einer Abreise von hier nach Peking. Sagen Sie, seine Exzellenz, er möge sich das Papier mal ein bisschen genauer ansehen. Ich stehe nämlich in Diensten der Zentralregierung. Der Verwaltungsresident der japanischen South Manchurian Railway hat angeordnet, dass man mir in meiner Eigenschaft als Instruktionsoffizier der Armee der Kommunitan eine Benzindresine zur Verfügung stellt. Seine Exzellenz, der Herr General, bedauern, Ihnen sagen zu müssen, mein Herr Arnett, die militärische Situation nicht erlauben, Ausnahmen zu machen. Kriegszustand. Es seien alle Fahrzeuge beschlagnahmt für militärische Zweck. Dann geben Sie mir ein Auto. Auch die Autos. Sagen Sie seiner Exzellenz, dem Herrn General, ich kenne seine Taxe. Aber ich denke nicht dran, 10.000 Mexiko-Dollars zu bezahlen, um hier Kabinen verlassen zu können. Über kurz oder lang wird doch Shanghai-Check hier oben im Norden aufräumen. Und die Herren, die jetzt die Bevölkerung drangsalieren. Einen Moment, mein Herr Arnett. Deine Exzellenz, Herr General, fasziniert ist von Ihrer Offenheit. Und? Er gibt Ihnen Rat eines Freundes. Sie kehren zurück sofort in internationale Niederlassung, wenn Ihnen liegt an Ihren Werten. Danke.
Dann sagen Sie seiner Exzellenz, dem Herrn General, ich werde es vorziehen, mich nach einer preiswerteren Reisegelegenheit umzusehen. Da regt euch nicht auf. Es wird ja alles wieder gut. Wieso denn gut? Aus dieser Stadt kommen wir nicht davon. Nicht leben und nicht tot, das sage ich euch. Ist schon alles von Militär besetzt. Ein bisschen Wasser. Hier eine Flasche Wasser. A bottle water. Sui. Ich bezahle hier. Hier, bezahlen, Geld. Chin. Storobli für eine Flasche Wasser, 100 Rubel, versteht doch her, 100 Rubel, Wasser! Hier am Bahnhof sind Sowjetkommissare gewesen. Was habe ich euch gesagt? Wie tun Sie es aus? Sie haben den Bahnhof abgesucht. 12 haben Sie aufgegriffen, von einer Stunde her. Umso besser. Und da werden Sie so bald nicht wiederkommen. Wir sitzen in der Falle. Es gibt kein Wasser mehr in der Stadt. Es ist nur ein einziges Reservoir intakt und das ist fürs Militär. Hat keinen Zweck. Es fährt kein Zug mehr. Das ganze Bahnpersonal ist fort. Bins! Alles umsonst gewesen. Verflucht. Jetzt ist aus. Um Gottes Willen, Bins. Doch nicht wieder ein Anfall. Das hat gerade noch gefehlt. Ist ja. Nimm mir Wasser. Nimm dich zusammen, Bins. Wir müssen auf alle Fälle aus der Stadt raus. Weiter draußen werden wir auch Wasser finden. Geht's noch? Los! Auf! Mach doch schon! Herr Kopf, zum Einsteigen! Komm, Alter, komm! Wir müssen weiter! Hat ja doch alles keinen Zweck. Aber das hast du schon so oft gesagt. Und sie ist doch immer weitergegangen. Na komm! Es wird schon gehen! Komm! Wir müssen doch aufsteigen! Panier. Särchen tot. Na komm. Na komm mit. Du, kann ich gut gebrauchen. Komm. Was ist denn? Antwort nicht mehr! Ja, sie kann schon. Komm. Was ist denn? Wer geht's? Was ist denn? Wasser! Wasser!
Eine Kompagnie. Siehst du? Jetzt gibt's Wasser. Ja, wohl zu viel versprochen, was? Na, nur nicht weich werden. Komm. Na, komm. Komm, 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 komm. Na, komm, los. Los, los. Na, komm. Ich hab's dir gleich gesagt, ich will nicht. Wo soll das Wasser auch herkommen? Trocken, Frau Witze. Oh, hört mal her! Was denn? Da ist ja noch ein Brunnen! Halt, los! Hey, da schießen Sie ja hin! Schaubienen ist wohl zu klein für uns beide, wie? Zu klein? Das ist wohl möglich. Aber dem kann ja abgeholfen werden. Denken wohl dabei an ein amerikanisches Duell, hm? Oder vielleicht an Knobelbecher? Oder haben Sie einen anderen Vorschlag? Seien Sie vorsichtig, Herr. Sie haben keine 50 Mann Eskorte hinter sich wie vorhin. Bims! Wem die Maschine gehörten, wir gleich sehen, Herr. Ich schlag vor, wir warten damit bis Mukden oder Peking. So. Reg dich doch nicht wieder auf, Bims. Das Witze machen wir Ihnen bald vergehen, Herr. Wenn ich Witze mache, schreien Sie sich tot. Ja, sie ist genug. Lass doch. Ihr Freund oder Beschützer, der ist so grob und gewalttätig zu mir. Raten Sie ihm ab, mit mir anzubinden. Er ist ziemlich fertig, wie ich sehe. Und ich bin ausgeruht. Auch Sie wollen mir diese Maschine fort vom Schabin. Ja, erraten. Das sind doch unsere Interessen die gleichen. Stimmt. Wir oder er. Aber Bims, wozu streiten? Sie haben die Situation vollkommen erfasst, mein Fräulein. Die Maschine kann in 3 bis 4 Stunden fahrbereit sein. Wenn wir Glück haben. Da gibt's schon den Muster. Nein, ich will ja nicht. Ich kann auch, ich muss doch. Lass mich doch noch mal. Halt, halt, halt! Los! Ich muss doch noch mal runter. Ja, runnen, ja? Na, wer schon? Was sein muss, muss sein, was? Malaria, was? Malaria. Mein Bruder fürchtete sich schon den ganzen Tag davor. Tut mir leid, hätte ich's gewusst, hätte ich Ihren Bruder nicht so hart angefasst. Na, bis wir abfahren können, ist Fieber wieder runter. Wenn wir nur Wasser hätten. Ja, ja, Wasser. Euer Nehmen, aus der Maschine kein Tropfen. Jeder Tropfen ist für uns so gut wie ein Meter Fahrt. Das habe ich von Ihnen auch gar nicht verlangt. Ich finde... Ich finde, wir beide verstehen uns ausgezeichnet. Aber weil ich zufällig weiß, was Malaria für eine verteufelte Sache ist. Und weil ich nicht weiß, ob sie mich morgen nicht auch wieder mal beim Wickel hat, will ich ausnahmsweise den Menschenfreund spielen. Er war vor uns hier auf der Maschine, da ist nichts zu machen, Bims. Natürlich ist was zu machen. Wenn ich nur nicht so schwach wäre, verdammt. Still. Kohle nachlegen. Du musst Kohle nachlegen. Wie ist der Druck jetzt? Sag's doch. Die Ziffer ablesen. Durst. Kriegt gleich was. Wasser. Ja,
Wer holt? Peter. Peter. Guter Junge. Verdammt guter Junge. Peter. Der Junge liebt dich. Weißt du nicht? Unsinn. Still. Untreue Seele, schäm dich, was machst du denn hier? Wahrhaftig, Wasser. Du bist ja ein Künstler, Fanny. Aber einer alleine soll nicht alles haben, wollte er dich teilen. Du, Joris Luplu, komm mit, sonst sollst du mir alles aus, wollen Eimer suchen. Komm, du komm, komm. Na, du komm doch, Fanny, mach mir das Leben nicht so schwer. Diesmal kneifst du mir nicht wieder aus. Fanny. Verdammte Schweinerei. Da haben wir die Bescherung. Merle, hör auf mit deinen melancholischen Liedern. Sonst stecken wir dich ins Frauenkoupé. Wie lange wird es denn noch dauern? Na, 3 bis 4 Stunden heißt's. Aber wer weiß. Wir könnten ja sowieso nicht weg, bevor es dunkel wird. Mir ist so komisch. Wie denn? Komisch. Ich weiß nicht. Hier. Weg das Kinin. Danke. Sie müssen Kohlen nachlegen. Cool. Die Kohlen der ganzen Welt würden die Maschine nicht zum Fliegen bringen. Und fliegen müsste können, wenn wir mit ihr weg wollten. Vorhin sind die Gleise total kaputt. Was ist los? Nichts, nichts. Alles in Ordnung. Wenn es dunkel ist, dann fahren wir. Ja, mein Liebling, dann fahren wir. Sie haben verdammt gute Nerven, hm? Was? Die Gleise müssen jedenfalls repariert werden. Es gibt keine andere Möglichkeit für Sie, diese verfluchte Stadt zu verlassen. Ja, wollen es versuchen. Aber leider muss ich aus Ihrem Verein wieder austreten, mein Fräulein. So lange kann ich nämlich nicht warten. So viel Zeit habe ich nicht. Also, viel Glück und adios. Ruhig verhalten. Auf mich verlassen. Hier liegen! Das ist flach auf dem Boden. Nicht rühren, zu dir lassen. Viel wichtiger ist, vorne sind die Schienen gesprengt. Die müssen wir ausbessern. Also alles mitkommen, auch die Frauen und Gepäck. Dort ist ein Blockhaus, wo ihr sicherer seid als hier. Fahrrad! Ich will nicht nach vorn! Ich will nicht nach vorn! Nach Hause! Nach Hause! Wie heißen Sie? Hermann, als Posten auf die Lokomotive. Runterkommen, los!
Ach, du bist der gute Spucker, ha? Hast du auch Courage? Na los, komm mit, mach dich ritzig. Komm, Kevin, mit dir rein, aus. Wir können uns mal hier rein. Ihr könnt uns nicht halten! Nein, wir retten nicht! Damit uns keiner von ihnen auf die Pelle rücken kann. Weißt du, wie es gemacht wird? Nein. Nimm dir mal einen Stein. So, Splinte ausschlagen. So, und Bolzen nachziehen. Hast du? So ist gut. Nur Vorsicht. Nimm dir nicht die Finger. Was ist denn da vorne los? Bolzen wegschmeißen, aber so, dass sich keiner finden kann. Ihr seid wohl wahnsinnig geworden. Was sind denn wollt ihr bei der Hitze? Ihr kommt keine 10 Werst weit. 300 Werst aber müsst ihr machen. 300 Werst! Ohne Wasser! 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 Da vorne! In der Lokomotive! Da ist ja Wasser! Mann, das geht mal mit! Ohne die Maschine kommen wir hier nie weg. Und ohne Wasser läuft so eine Maschine nicht. Ist das klar? Wer sich also an dem Wasser vergreift, der gefährdet das Leben aller. Er hat nichts anderes zu erwarten als dieser Wahnsinnige. Die Wegstornade. Habe ich Ihnen was zu sagen, Herr Kommissar? Hier drauf soll stehen was von 5000 Rubel Belohnung. Ich will die Rubel nicht. Ich will zu meinem Mann. Meinen Mann haben Sie heute nach Moskau zurücktransportiert. Zu dem will ich. Die Rubel aber will ich nicht. Hier, den habe ich heute gesehen. Am Tor. Laudi, den haben Sie gesehen, Genossin? Ja. Товарищ, машина сию минуту. Лауди в городе. Товарищ Крылов, машину товарищу комиссару. Лауди в городе. Да? Лауди в городе. Лауди в городе. Товарищу комиссару, машину. Wasser. Wasser.
Geht's besser, Wilms? Ja, besser. Aber lange nicht so gut wie dir, wie es scheint. Wieso? Geht's mir denn so besonders gut, meinst du? Du strahlst so. Wie spät ist es denn? 8 Uhr. Es ist schon dunkel draußen. Erst die Schwellenstücke und Eisenteile beiseite schaffen. Ja, aber wir verlieren doch... Kein Aber, Herr! So wird's gemacht. Erstmal den Band, Kabaratze Karl, sauber machen. Das Vorbedingung, habe ich euch nicht befohlen. Und dann Unterbau auffüllen und planieren, verstanden? Aber ich dachte, dass der Unterbau fest genug ist. Nicht denken, dazu langt's bei dir nicht. Wir liegen hier zwischen zwei Fronten, kapiert? Wenn's hell wird, gibt's Saures. Herrschaften, da müssen wir vorher aus der Feuerzone raus sein. Aber ich denke, da sind die Kuomintangs. Und wenn wir erst bei denen sind, da ist alles in Butter. Dummes Zeug. Sie wollen sich wieder auf andere verlassen. Sie scheinen aber gar nicht bemerkt zu haben, dass wir hier Krieg haben. Und darum glauben Sie auch vielleicht, dass wir drüben bei den Kuomintangs mit Girlanden und Ehrenjungfrauen empfangen werden. Nein, 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 mein guter Kerl, ist nicht. Los, spuckt euch lieber in die Hände. Wir wollen alle raus aus dem Dreck. Dann du, was guckst du mich so an, du alter Stänker? Peter! Hier! Na, dieses Mädel. Das Fräulein da, wie heißt sie? Christian. Also her mit dieser Christian. Für den deutschen Delegierten. Das juristische Gutachten betrifft der auf chinesisches Gebiet übergetretenen Wolgadeutschen besagt, dass nach Lage der Dinge diese sogenannten Wolgadeutschen anzusehen sind als russische Staatsangehörige, die nach den Gesetzen der Sowjetregierung zu handeln haben, wenn diese russischen Staatsangehörige entgegen den klaren Bestimmungen des russischen Gesetzes unter Übertretung des Verbotes der Freizügigkeit ihre Wohnorte verlassen, um ohne Pass auf eigene Faust irgendeine Grenze zu passieren. Nach den Ausführungen des russischen Delegierten ist die Hohe Kommission der Ansicht, dass sie die Erklärung der russischen Regierung vorläufig als genügend betrachtet, da loyale Handhabung durch das Versprechen des Leiters des Sowjetkommissariats Abteilung 2b gewährleistet ist. Das juristische Gutachten wurde von der Hohen Kommission zur Grundlage eines Beschlusses gemacht. Es sollen zunächst, ehe weiter in die Beratung über die Erleichterung des Loses der Flüchtlinge eingetreten wird... Wenn's hell ist, müssen wir raus. Nach müssen. So ist es wieder nicht, mein Fräulein. Ich bin mehr als eine Meile rumgepilgert und habe weit und breit kein Wasser gefunden. Die Frauen, die arbeiten können, raus aus dem Bau und Steine schleppen. Sollen alle mithelfen. Und können Sie bitte... Nichts mehr sagen vom Wasser, ja? Bitte den Mund halten. Selbstverständlich. Selbstverständlich? Selbstverständlich ist nichts. Ich gehe jetzt mit den 7 Mann Werkzeuge beschaffen für den Gleisbau. Wir werden wohl eine gute Stunde ausbleiben. Wenn's knallt, egal wo, lassen Sie hier keine Unruhe aufkommen. Trauen Sie sich das zu? Ja. Sie sind ja verdammt zuversichtlich. Klar. Zuversichtlich sein, das ist doch unsere einzige Chance. Eine sehr schwache Chance. Welche Material ich wieder habe. Und wenn Sie das wussten, warum haben Sie dann nicht den Dingen Ihren Lauf gelassen, sondern Mannlinge erschossen? Examen? Das zarte Gewissen quält ja wohl, hm? Nur keine Sorge um mein Seelenheil, Fräulein.
Ich habe aus purem Egoismus geschossen, weil ich wahrscheinlich das Wasser gebrauchen werde, was dieser Mann nutzlos vergeuden wollte. Alle Mann hier nach. Hermann. Ja? Na, alles in Ordnung? In Ordnung. Wie ist der Druck? 8 Atmosphären. Gut. Also nicht von der Stelle rühren, nichts unternehmen. Egal, was da hinten am Bahnhof jetzt passiert. Verstanden? Und auf keinen Fall den Posten verlassen. Leute. Verdammte Unvorsichtigkeit. Das Holz ist irrsinnig trocken. Der Waggon hätte anbrennen können. Christian! Hey, Christian! Ach, hörst du denn nicht? Bei der Merle sind die Wehen schon da. Hoffentlich bleibt es ruhig, bis es soweit ist. Ja. Oh ja. Du lachst ja, Christian. Ja, ich freue mich darauf. Worauf? Auf das Kind? Ja. Ja. Du. Weißt du, ich habe es bisher noch gar nicht gewusst, dass mir das eines Tages auch mal passieren könnte. Na, na, na. Denkst du, du bist ein Junge, was? Ja, schaut so aus, was? Aber einer hat es doch gesehen. Und eher als ich. Er hat dir doch gesagt, alle auf den Bauer raus! Komm! Ist doch komisch, dass alle Frauen gleich rennen, wenn ein Eher etwas sagt. Was macht er bloß? Jetzt ist er schon eine ganze Zeit drin. Was starrt ihr mich denn so an? Hm? War ich wohl zu lange da drin? Wie? Ich habe bloß mal drüber nachgedacht, warum das Schicksal mit mir so Schindluder treibt. Dass ich immer da sein muss, wo der Tod der letzte Ausweg ist. Hier, ihr beide, ihr bringt den armen Kerl jetzt nach vorn ins Blockhaus. Jawohl. Dort gerade die mein Grab. Verstanden? Jawohl. Die anderen mir nach. Zu meinem Mann. Die Rubel will ich nicht. Du starrst dich устроить, товарищ. Zu meinem Mann. Beruhige dich, Genossin. Wenn wir die 45 kriegen, darfst du nach Moskau. Sie sind bei der Niederlassung gesehen worden. Die Spur haben wir ja. 45? Ja, was denn für... Weil die sind noch 44. Keine Genossen. Alles Wolga-Deutsche von der Sorte. Du weißt schon. Ein hübscher Fang. Das lohnt sich, Genossin. Es ist nämlich der Befehl gekommen, dass wir jetzt die Gefangenen einfach erschießen lassen sollen, um ein Exempel zu statuieren. Da haben wir wenigstens nicht mehr so viel Scherereien hier. Bloß Laudi müssen wir lebendig zurückschicken. 45? Jawohl! Was zum Schuppen?
Sobald ich von drüben winke, kommt ihr mir nach, aber galopp, verstanden und vorsichtig. Beinahe wie ein Brückenkopf haben sie das gemacht. Ob die scharf aufpassen? Wenn das nur gut geht, wenn die uns hier aufstöbern, dann kommen wir nicht mehr zur Ruhe. Und mit unserem Zug ist's Essig. Ach, Unsinn. Die kriegen uns nicht. Wenn's mir nachgegangen wäre, ich hätte die Chose anders angefangen. Na, was wollen wir machen? Ist doch alles umsonst. Zeitverschwendung. Ach, was du nicht sagst? Sieh doch immer den an, den Oberschlauen da. Nein, falsch. Hab ich doch gleich gesagt. Das hier ist Mumpitz. Müsste einfach Folgendes gemacht werden. Da hinten auf dem dritten Gleis, da müsste man Schienen... Quatsch! Mit den Schienen ist überhaupt nichts zu machen. Die bringen wir so und so nicht zusammen. Bis dahinter können wir verrecken. Fuß. Ja, ist ganz fest. Die kriegen wir nie und nimmer zusammen. Man müsste erst mal beim Brunnen nach Wasser kommen. Halt dein Maul! Los, weiterarbeiten! Du alles Blödsinn, Mensch! Ich mach nicht damit! Ich auch nicht! Der Mannlinger, der hatte ganz recht. Einfach losmarschieren hätten wir sollen, dann wären wir jetzt schon wer weiß wo, hätten Wasser gefunden und wären hier aus dem ganzen Schwindel raus. Wer noch ein bisschen Grütze im Kopf hat, der packt jetzt seine Sachen und kommt mit dir! Mach doch nicht! Hört auf mich! Ich will euch was sagen! Also, lass jetzt, schmeiß doch die Schaufel weg! Hat doch alles gar keinen Sinn! Ihr Idioten, hört doch! Werft die Zeige wegwerfen! Hört doch auf mich! Ich will nicht. Es soll mich beleben. Und ich will auch nicht leben. Komm, oh Merle. Gut. Nur tapfer sein. Wird alles vorüber, ja? Wird alles vorüber. So. Es geht schief. Bleib liegen, Bill. Ich hör's doch. Es geht schief da draußen, weil ich nicht da bin. Ach, verdammte Schwäche. Das habe ich nicht verdient. 4000 Kilometer habe ich geschafft. Und jetzt? Das habe ich nicht verdient. Es wird ihm vielleicht was passiert sein. Jetzt ist er schon beinahe 20 Minuten weg. Ja, sei doch still. Hat er dir nicht gesagt, wir sollen hier stehen bleiben und warten, egal wie lange es dauert? Sorry, they aren't here. Didn't you see a group of refugees? About 45, with a man called Laudi. No, I didn't see anybody. I haven't been here all the time. Thank you. Carto. Остается вокзал. Лауди со своей бандой, наверное, там. Догони на вокзал, товарищ комиссар. Nicht mehr aus. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Nicht so merkwürdig. Ach, was? Er winkt!
Leichnam und schon spitz. Ich bleib hier, ich werde mich mit Ihnen unterhalten, falls Sie kommen. Mach's schon! Was machst du noch hier? Schicken Sie mich bitte nicht fort. Warum? Ich möchte bei Ihnen sein. Das ist kein Pappenstiel, mein Junge, das kann das Leben kosten. Das weiß ich. Das weißt du schon, du Küken. Du bist doch ja los! Die sind drüben, Gott sei Dank. Jetzt kommen wir da, mein Junge. Los! So geht's nicht. Wir müssen die Kerls ablenken, damit unseren Leuten nichts passiert. Also Bein in die Hand, los. Quer über die Gleise zur Mauer. Achtung, ein, zwei. Na Peter, jetzt hast du deine Feuertaufe hinter dir, was? Vorsicht, wir sind hier auf dem Präsentierteller. Achtung, los! Was ist denn los, mein Junge? Hat's dich erwischt? Hm? Na. Nur mal nicht gleich Angst haben, hm? Das müssen wir doch machen. Das Leben der anderen hängt davon ab. Peter. Ist schon gut. Na, komm. Komm. Gib mal deine Hand hier. Komm, komm. Da sind uns ja die Russen auf der Spur. Дальше в город! Пошел! Дальше. Дальше. Ha ha ha!
Bring sie in Peter rein. Es hat einen übler Riss. Anna, den Natascha. Peterle. Habe ich es euch nicht gleich gesagt, dass er nicht tot ist? Du, der lebt wirklich. Was ist denn schon wieder mit euch los? Es wäre besser. Sie wären geblieben, wo der Pfeffer wächst. Mir scheint's aber, ich bin gerade zur rechten Zeit gekommen. Ihr habt euch wohl wieder mal nach guter alter Sitte in den Hahn gelegt. Was geht das hier an? Wir haben uns selbstständig gemacht. Wir haben es satt. Kein Wort mehr. Hier stinkt's ja schon von Worten. Wir haben ein neues Schlosser. Hier. Los, vertreten. Ich jetzt bezeichne, gehen auf die andere Seite rüber. Vortreten. Von Nebengleis ein Schienenpaar losmachen, alter Herr. Werden Sie es schaffen? Der Schlosser hilft Ihnen dabei. Vortreten. Schienenheber liegen auf der Lore. Vortreten. Sie auch vortreten, sibirische Eiche. Die übrigen planieren hier. Vortreten da hinten. So kommen Sie her. Nicht verkrümeln, junger Mann. Und legen Schwellenstücke in kurzen Abständen. Los, los. Keine Müdigkeit vorschützen. Na, worauf wartet ihr noch, Herrschaften? Galopp! 3:45 Uhr, 4:30 Uhr müssen wir fertig sein. Sonst schnappen Sie uns doch noch. Hey, hier, hier, der Kleine, Schöpke, mal herkommen. So, ja, Mann, auf die Maschine. Jawohl. So langsam anfahren. Jawohl. Bis hierher kommen, ohne Lichter und so geräuschlos wie möglich. Verstanden? Jawohl, jawohl. Flitzen. Bring auch den Hebebau mit, damit wir die Schienen hochheben. Jawohl. Ich hab's ja immer gesagt, so wird's gemacht und nicht anders. Von Anfang an meine Idee gewesen. Mit solchen Dingen bringt man die Schienen niemals zu. Da können wir rumrutschen, solange wir wollen. Ruhe! Arbeiten! Aber so kommen wir von hier weg. Peter soll's ja böse erwischt haben. Tja, der macht nicht mehr lange. Schade um den Jungen. Jetzt, wo das Ärgste vorbei ist, muss er weg. Das scheint dem neuen Jahr verdammt an die Nieren zu gehen. Mund halten, weiterarbeiten! Ich hätte mich nicht von ihm überreden lassen sollen. Ich wollte ihn ja auch schon wegschicken, aber er bestand ja drauf. Keiner möchte sich glauben, es war Absicht. Nun, geht's besser, Peterle? Ja, ja. Ja, du. Du Schlingel, du. Ihr liebt euch, ja? Ich friere so.
Ja, mein Liebling. Ja. Er liebt dich. Wasser, schnell, Wasser! Komm an, ich kann nicht weg. Du musst noch mal laufen, ja? Ja, man soll schnell fahren. Wir brauchen sofort Wasser. Einen ganzen Eimer Wasser. Bei Tofa, 上哪边去了？去。我们已经走一个合适的脑袋。出去。咱们来，咱们来。两个玩具。Natürlich wird's ein Junge. Warum kein Mädel? Das ist auch ganz schön, ein Mädel. Mädels gibt's genug auf der Welt. Für mich nicht. Na, wenn das Mädel so eine große Schnauze hätte wie du, dann könnte man sie nicht verheiraten. Drei, fünf! So, jetzt die Schlappbach, Jungs. Wenn ihr das Ding jetzt mal niederlasst, dann kriegt ihr das Ass nicht mehr hoch. Ohne Schwenken. Mehr Schwenken. So ein paar Meter. Langsam. Hin. Los. Ab. Na, Rothaariger. Wie sieht's aus mit den Laschen? Passen wie nach Maß. Gut, mein Sohn. 4:05 Uhr. Im Osten wird's schon hell. Wenn die Uhr drüben bei den Königstanks richtig geht, gibt's dann Zunder. Also lustig weiter, Herr Schlossermeister. So. Это мы их до следующего года не найдем. Здесь тысячи вагонов. Ничего, расцветет, станет легче. Чего разболтались? Довольно! Mal die Pflanzen gut anpassen. Hm? Muttern alle hart nachziehen hier. Alter Herr,
Na, das haben Sie sich wohl nicht träumen lassen, ne? Schwer gefallen? Oh, nö. Jetzt sind wir bald rüber über den Berg. Husar, schmeckt der Käse wieder? Jawohl, Kemp. Gut. Na, Schlosser, weitermachen, alter Facharbeiter. Ich freue mich von Herzen, dass Sie so gut überstanden haben. Ach was, mit mir brauchen Sie keine Geschichten zu machen. Ich bin ja desertiert, sozusagen. Sie sind verdammt streng mit sich selbst. Was habe ich denn da verdient, mein Guter? 7 mal 70 mal den Tod. Da haben Sie feierlich recht, wenn Sie mir die Hand nicht geben wollen. Nein, ich verstehe Sie ganz gut. Ich habe Sie schon damals verstanden. Was ist denn, Bub oder Mädchen? Ein Junge! Ein Junge! Ein Junge! Ein richtiger Junge! Ihnen bleibt ja doch noch die schwerste Arbeit, dieses Biest von Lokomotive. Wie so ein zartes Pflaumenfederchen über die geflickte Stelle rüber zu balancieren. Da müsste ich mit der Maschine schon den Niagara rauffahren. Was? Um die Scharte auszuwetzen. Ja, ich. Oh, was? Loslassen! Ja, ich bin kein Krüppel. Ich kann schon allein. Alles in Ordnung. Aber Flaudi! Können Sie jetzt anfahren? Fertig! Wenn wir erst in Deutschland sind, zeigen wir den Trick im Zirkus. Mensch, von den 100 Metern werde ich noch am nächsten Tag träumen. Kinder, aber Vorsicht! Gib Oberachtung! Vorsicht! Doch, nein, der Prinz kommt nicht, kann der ruhig anfassen, ich bin keine Kitzel. Ja. Wo ist eigentlich Christian? Nur keine Sorge, die bringe ich schon. Und zwar auf den Händen. Wenn du es gestattest. Was ist es? Ach, so. Oh, Junge, wenn du dabei nur nicht die Finger verbrennst. Aber wenn ich sie brenne, du, dann behalte ich sie auch. Einverstanden? Gut. Abgemacht. Na, was sagst du dazu, Hermann? Und sowas will nur meine Familie. Otto, Otto! Mach rein in die gute Stube! Den nehmen wir zur Reserve mit. Wenn die Maschine Schlag macht, dann spannen wir den Gaul vor. Nee, 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 nee! Der Fange gehört mir! Jetzt sieht man Deutsch am Flug. Wir müssen jetzt Abschied nehmen von Ihnen. Ist schon Zeit? Ja. Ja, es ist Zeit. Ich weiß nicht, beten kann ich nicht. Es hilft mir auch nicht ein.
Aber weißt du, was ich denke? Er hat einen guten Tod gehabt. Ich möchte auch mal so einen haben. Für was sterben können. Das ist doch das Beste. Das ist doch ein Gebet. Und ein sehr schönes sogar. Ja. Gute Nacht, mein Junge. Von dem Weißzeug da. Warte mal, ich sollte von mir auch was haben. Ich habe Novgoroder Leinen. Echtes Novgorod. Das war das erste Hemdchen von meiner Dunjascha. Nimm's. Meine Dunjascha wird sich freuen. Das Engelchen, das Liebe. Das ist lieb von dir, Helge. Unser Kleiner wird sich auch damit freuen. Ja, um Gottes Willen. Ja, wie kommt denn das? Der Junge hat doch noch gar nicht gegessen und getrunken. Und schon? So dumm kann nur ein Mann sein. Nicht wahr, mein Kleiner? Die Männer sind so dumm. Hey, Suda! Kares, Kares! Idiße! Wegen der Gabe, wir lassen die Schurz bei dir auf! Rassipайся по всей линии, обыщи вагоны! Пошел! Товарищ комиссар, московский фабрикат. Если Володя убежит, а Осовский зашел. Позже! Вперед! Christian, weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe da mit Ihrem Bruder eine Wette abgeschlossen. Die will ich um keinen Preis der Welt verlieren. Aber ich kann sie nur durch Sie gewinnen. Und wenn ich Ihnen helfen kann? Und ob? Nein, ich lasse mich nicht überrumpeln. Ich kann sehr gut auf meinen eigenen Füßen stehen. Ich will nicht, dass Sie mich tragen. Schade. Ich werde Sie von heute an nur noch auf den Händen tragen. So ist richtig. Was ist denn das? Da sind Sie, die Russen. Wegschleichen, Mann, komm. Hör nicht auf hier, nicht! Los alles! Dieser Waggon bleibt leer! Die Russen sind hinter uns her! Wenn sie schießen, ist dieser Wagen die Zielscheibe! Alles Mögliche in den ersten Wagen rein! Los! Na los! Ja. Hier alles raus! Los! Hopp! Raus. Nicht vergessen! Hurry! So! Voilà! Ein Mann, ein Wort! Und jetzt langsam anfahren! Die Russen sind hinter uns her! Dem deutschen Delegierten mitzuteilen, dass die Hohe Kommission zurzeit nicht in der Lage ist, einen Entschluss über die Erleichterung des Loses der Flüchtlinge zu fassen. Es muss erst ein Gutachten vom Gerichtshof im Haag eingefordert werden.
Die Hohe Kommission bittet um Zustimmung aller Herren, sich zu vertagen. Diejenigen Herren, die mit Ja stimmen, bitte ich, sich zu erheben. Gentlemen, the proposal to postpone the commission has been accepted by everybody except the German delegate. Der Vorschlag zur Vertagung der Hohen Kommission wurde mit allen Stimmen gegen die des deutschen Delegierten angenommen. Bravo, Amit! Jetzt haben wir es geschafft. Braves Biest von der Lokomotive. Ja, manchem sieht man es von außen nicht an, was in ihm drinsteckt. So. Meinst du mich damit? Nein, die Maschine. Kram mit mir! Oh. Mensch, als du ein Schwein, du! Na, also raus! Weil ist der Weg zurück ins Heimatland so weit, nein, weit. Dort bei den Sternen über dem Waldesrand liegt die alte Zeit. Ja, wohin fahren Sie denn eigentlich, meine Herren? Über Zandschund, Buchten, Bayern, Shanghai, Hamburg. Hamburg. Deutschland. Nein. Nach Hause.